Wir möchten gerne wissen, wie sich die Übergänge von Jugendlichen ins Erwerbs- und ins Erwachsenenleben gestalten. Das heißt, wir möchten gerne wissen, welche Wege Jugendliche ab ungefähr 15 Jahren gehen und möchten auch gerne wissen, wie es ihnen dabei ergeht. Um das zu untersuchen, haben wir zwei Gruppen von Jugendlichen. Die erste Gruppe ist eine Gruppe, die die Schule im Jahr 2000 verlassen hat. Da bauen wir auf PISA 2000 auf, einem Large Scale Assessment, bei dem vor allem Lesekompetenzen getestet worden sind und bei dem es auch einen ausführlichen Kontextfragebogen gab. Die zweite Gruppe hingegen ist im Jahr 2016 gestartet und baut auf der ÜGK 2016 auf. Das ist auch ein Large Scale Assessment, bei dem Kompetenzen erhoben worden sind und ein Kontextfragebogen verschiedene Elemente wie Aspirationen, Einstellungen, Wünsche, Träume, Pläne erhoben hat. Transitionen im Jugendalter stellen bedeutsame Weichenstellungen dar, die die weiteren Lebensverläufe stark beeinflussen können. Und mit unseren Daten kann man nun einerseits diese Verläufe sehr detailliert beschreiben. Dank unserer Fragebögen, in denen wir verschiedene Aspekte erheben, also auch Gesundheit, auch Einstellung, Beschreibung der aktuellen Situation, familiär wie beruflich und vielem, viel mehr, kann man aber auch prüfen, welche dieser Faktoren zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Bildungsverlauf erfolgreich ist oder eben eher schwierig. Und solche Daten, die auf der einen Seite einen langen Zeitraum abdecken, die ganze Schweiz abdecken und die sehr reichhaltig sind in den Kontextinformationen, die sind, würde ich sagen, für die Schweiz nach wie vor sehr selten bis einmalig. Unsere Daten werden nicht nur von uns selber ausgewertet, sondern stehen auch Forschenden aus anderen Disziplinen zur Verfügung, natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes und in anonymisierter Form. Aber das ermöglicht ein, sagen wir mal, bunteres und vollständigeres Bild auf diese biografische Phase, eben weil verschiedene Forschende mit ihrer eigenen Disziplin und ihrem eigenen Blick auf unsere Daten schauen und diese nutzen. Und dieses buntere und vollständigere Bild dieser Übergänge und auch des Erwachsenwerdens in der Schweiz, das ist etwas, was wir auch mit Bildungspolitik und Praxis versuchen zu diskutieren. Unsere Daten werden zum Teil fürs Bildungsmonitoring genutzt und wir werden auch häufig eingeladen für Veranstaltungen und versuchen dann jeweils unsere Ergebnisse einzuspeisen. Und da eine Debatte zu führen, inwiefern zum Beispiel Bildungssysteme verbessert werden können, was es braucht, damit Bildungsverläufe glatter verlaufen. Mich fasziniert zum einen die Vielseitigkeit der Lebensverläufe. Es ist zum Teil sehr berührend und auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich die Verläufe der Leute entwickeln. Wir begleiten die über Jahre hinweg. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Personen in unserer Stichprobe drin. Leute, bei denen es sehr gut läuft, aber auch Leute, die es nicht so gut hatten, wo es auch einige Schicksalsschläge gab. Und da quasi dabei sein zu können und die Menschen zu begleiten und zu gucken, wie sich das entwickelt, das ist einfach faszinierend. Das Zweite, was mich fasziniert, das ist einfach die Langfristigkeit. Mit jeder neu erhobenen Welle werden die Daten reicher, die Fragestellungen differenzieren sich aus. Man kann eigentlich wie immer mehr machen. Und das ist eigentlich wirklich cool. So. Das Dritte, was mich fasziniert, das ist die Offenheit des Teams für neue Kooperationen und für neue Herausforderungen. Denn auch wenn man so lange an einer Sache arbeitet, gibt es immer wieder Überraschungen und Probleme, die man irgendwie lösen muss und neue Situationen, auf die man reagieren muss. Und das wäre ohne so ein gutes, offenes Team einfach nicht möglich. Längsschnittforschung ist auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen herausfordernd.
Aber eines der größten Probleme ist sicherlich die nachhaltige Forschungsfinanzierung. Längsschnittstudien brauchen langen Atem, eben auch finanziell. Und die Schweiz hat keine lange Tradition in den Sozialwissenschaften, die sich sozusagen mit Längsschnittstudien beschäftigt. Und dementsprechend gibt es erst seit ein paar Jahren entsprechende Förderinstrumente, die Studien wie TREE dann auch sicherlich das Leben deutlich erleichtert haben. TREE wird vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert und zwar als sozialwissenschaftliche Dateninfrastruktur.